Ja, hallo, hier ist der Quert und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Mal wieder. War ja nicht so oft in letzter Zeit, aber nur gut. Genau. Es gibt so einiges zu berichten, es hat sich ja einiges getan, seitdem ich das letzte Video, das ich jetzt schon hochgeladen habe, aber noch nicht veröffentlicht habe zu dem Zeitpunkt, zu dem ich das hier aufnehme. Ist nämlich schon das Ganze, das ist nicht eigentlich schon wieder veraltet. Das Video, das ich gerade oben habe, aber noch nicht veröffentlicht habe. Weil ich so lange gebraucht habe, es hochzuladen und es zu veröffentlichen. Weil ich immer keine Lust hatte, die Beschreibung zu machen. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich es nicht gar nicht erst veröffentlichen soll und anstattdessen einfach nochmal neu. Aber ich glaube, ich werde schon veröffentlichen aus dem simplen Grund, weil ich das schon so oft, wenn man so will, in Anführungsstrichen, vertagt habe. Und ja, man muss es ja auch nicht übertreiben. Sonst wird dieses Gameplay, das benutzt wird, das einen speziellen Hintergrund hat, nie benutzt. Und ja, ich möchte die Person, die mir das zukommen lassen, hat auch nicht enttäuschen. Na egal. So. Was wollte ich noch sagen? Genau. Also seitdem ich das letzte Mal dieses Video eben gemacht habe, was jetzt schon fast, glaube ich, wieder 2 Wochen her ist. Eine Woche oder sowas, keine Ahnung. Oder schon 2, ich bin mir nicht sicher. Schon ziemlich lange auf jeden Fall. Doch, ich glaube, es ist tatsächlich schon 2 Wochen her. Krass. Auf jeden Fall ziemlich lange. Und seitdem ist einiges passiert. Auch in der Halo-Welt. Vor allem das CSR-Zeug ist ja alles gekommen und das Map-Pack. Und ja, zu den CSR werde ich höchstwahrscheinlich mit einer anderen Person, die ich jetzt noch nicht revealen werde, dann noch ein Video dazu machen, wo wir so ein bisschen drüber reden. Und sonst halt das Custom Map Pack. Optisch gut, spielerisch finde ich eigentlich auch. Ist halt Big Team Battle mäßig. Also macht schon Spaß. Was ja eh der übelste Fail war am Montag nämlich, habe ich nämlich auch gedacht, geil Mann, jetzt spielst du das Castle Map Pack und bist voll cool und hip und fresh. Das Genre nennt sich Horror Trash. Tatsache war dann leider, dass auf diesen riesigen Big Team Battle Maps lediglich 4 gegen 4 gespielt wurde, was sich auch immer irgendwer bei 343 da gedacht hat, höchstwahrscheinlich hat einfach gar keiner gedacht. Und dann dort einfach schlauerweise die Playlist auf 4 vs 4 gestellt hat. Und jetzt ist sie, glaube ich, auf 5 vs 5 oder 6 vs 6, ich glaube 6 vs 6 und jetzt ist es gut so. Weil davor, das war grausam, man hat sich nie gefunden, es war eigentlich nur die tote Hose. Ja. Ich würde mir eh mal wünschen, dass sie eine Map-Pack-Playlist machen, was natürlich einerseits blöd ist, weil sie sich selbst ein bisschen ins Fleisch geschnitten haben, aufgrund der Tatsache, dass die Maps von der Größe her so unterschiedlich sind und auch so unterschiedlich funktionieren, dass man die höchstwahrscheinlich nicht zusammen spielen kann. Zumindest das erste Map-Pack und das zweite, das dritte Map-Pack, was das Castle-Map-Pack und das, nicht Majestic, so was kam davor? Was kam vor? Oder doch, was? Also entweder Crimson, also das erste Map-Pack auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es jetzt Crimson oder Majestic war, geplant. Ich glaube, es war Crimson. Ah, ich bin mir nicht sicher. Die könnte man zusammenspielen, aber das zweite eben, ich glaube, das war das Majestic Map-Pack. Ich finde die Namen übrigens sowas von behindert. Aber nun gut. Ja, das, ist halt so ein bisschen blöd, weil es ist halt von der Map-Größe deutlich kleiner als die anderen beiden und das gibt natürlich ein Problem, wenn dann da 8 Spieler oder sagen wir 12 im Herdunkeln, dann ist entweder einmal zu groß und einmal zu klein und bla bla. Naja, wobei halt so eine Map-Playlist einfach mal cool wäre, so eine Map-Pack-Playlist, wo nur Map-Packs dran kämen. Ich fände es generell cool, wenn es wieder so Halo 3 mäßig so ein paar mehr solche Playlists so ein paar mehr Playlists gäbe, die das Map-Pack erfordern. Weil ich glaube, in Halo 3 konnte man ja nur so, kein Plan, 5 Playlists ohne Map-Pack spielen oder so. Von den insgesamt, ich schätze mal 10. Also da war schon einige mit Anforderungen, dass man das Map-Pack braucht. Aber ich glaube, das trauen sie sich nicht, weil man muss ja leider sagen, die Spielerzahl in Halo 4 ist nicht wirklich groß. Und das nicht auch nur. Das auch nicht ohne Grund, weil sie wieder mal einige Dinge
scheinbar nicht gerafft haben, was ihr eigenes Spiel aufmacht. Und gut, das habe ich jetzt mal einfach so dahingestellt. Dass sie, glaube ich, Angst haben, dass wenn sie Playlists machen, die das Map-Pack fordern, dass noch weniger Leute Halo 4 spielen. Ja. Und somit sind wir, die Map-Packs kaufen, eigentlich die Dummen, weil wir kaufen sie, um sie dann nicht spielen zu können. Und wenn, dann spielt man sie in einer Playlist, wo drei Karten drankommen, ja, grandiose drei Karten, die man dann irgendwann einfach nicht mehr sehen kann. Ich meine, der Mensch braucht Abwechslung und drei Karten sind halt auf Dauer schon ein bisschen wenig. Und mal so alle Map-Pack-Playlists, also alle Maps aus den Map-Packs wäre mal cool, fände ich. Weil das wäre dann schon mal was anderes als die Nicht-Map-Pack-Playlists, die man davor so kannte. Und ja, aber trotzdem halt nicht so eintönig, finde ich persönlich. Aber nun gut, das heißt mal so dahingestellt. Und ja, mal sehen, was die Forge-Map, die ja auch, ich weiß nicht, ob ich die, die habe ich gleich im letzten Video auch nicht erwähnt, oder? Keine Ahnung, da ist ja jetzt so eine Forge Islands rausgekommen, die ich auch jedem empfehle runterzuladen, weil die echt praktisch ist und cool. Und sie ist kostenlos. Und das sind eigentlich genau das, also für den normalen Spieler sieht sie ziemlich unspektakulär aus, denn es sind einfach drei pilzförmige flache Inseln. Mit Wasser drumherum und ein bisschen Landschaft. Ist ziemlich unspektakulär zum Ansehen und so und nicht wirklich ein Augenschmaus, aber das war halt genau das, was sich die ganzen Forscher gewünscht haben, nämlich viel Platz zu bauen. Und was ich persönlich auch ziemlich lustig finde, da gibt es auch schon einige coole Map Creations, glaube ich zumindest, also von dem, was ich gesehen habe. Gut, ich habe bis jetzt gleich nur zwei gesehen, aber ich war auch nicht so aktiv unterwegs jetzt, um mir Maps anzusehen in letzter Zeit. Aber vor allem kann man eben Bäume und Steine platzieren und das finde ich, gibt dann doch auch ästhetisch einen großen Stellenwert in neuen Maps. Also das war jetzt ein schlechter Satz, weil er war Sinn, er hatte nicht viel Sinn. Ja, ich wollte sagen, dass es den Maps positiv in Sachen Ästhetik, dass es zu den Maps positiv in Sachen Ästhetik beiträgt. So, nachdem ich die deutsche Sprache nun auch gemeistert habe, oder zumindest gezwungen, für den kurzen Moment, gehe ich am besten weiter zum nächsten Thema. Und zwar, es ist schönes Wetter und das in Deutschland. Wer hätte das gedacht? Ich glaube es nun wirklich. Der Sommer ist angebrochen, zumindest wirkt die Luft so schön sommerlich und warm. Und heute ist nämlich, welcher ist denn heute? Heute ist der Montag, der 15. Das Video werdet ihr bestimmt sehen im Mai am 29. oder so. Nein, Spaß. Mal sehen. Aber so wie ich mich kenne, wird es sicherlich ein bisschen brauchen, bis ich es schaffe, das hochzuladen. Also gut, dann hört ihr hier wieder mal ein bisschen was aus der Vergangenheit. Wer braucht schon aktuelle Infos? Details. Naja. Auf jeden Fall. Was sollte ich jetzt sagen? Genau, es ist schönes Wetter, die Luft fühlt sich sommerlich an und ich glaube sogar wirklich, dass der Sommer jetzt kommt, nachdem jetzt der Winter lange genug uns in seinen eisigen Klauen gehabt hatte. Ich sag zu oft, ja. Genau, und das ist toll, weil ich muss sagen, dass so lange Winterphasen machen mich depressiv und es war echt nicht schönes Wetter und es war grausig und man konnte nicht rausgehen, oder man konnte natürlich rausgehen, aber ich wollte nicht rausgehen, denn es ist kalt und ich bin kein Freund der Kälte, im Gegensatz zu gewissen anderen Personen. Ja, genau. Des Weiteren hat ja, glaube ich, der Psycho auch noch ein Video gemacht, das habe ich auch noch gar nicht gesehen, muss ich sagen. Ja, ich bekenne mich schuldig, ich schaue unsere eigenen Videos nicht. Nein, aber ich schaue in letzter Zeit eh kaum YouTube-Videos und ich bin froh, dass ich es endlich mal wieder geschafft habe, hier dazu zu kommen, hier ein Video aufzunehmen. Oder vielmehr eine Tonspur, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Gameplay im Hintergrund läuft. Aber das werdet ihr an tollen Animationen sehen, die ich im Video, das ich hochgeladen, aber noch nicht veröffentlicht habe, vergessen habe. Ja, obwohl ich die dort, glaube ich, nochmal extra erwähnt habe, aber egal. Ja. Jetzt habe ich vergessen, was ich gerade im Begriff war zu sagen.
Ja. Ah ja, genau. Denn ich bin in letzter Zeit relativ selten auf YouTube unterwegs. Fuck! PC, hör auf, dich in den Standby-Modus zu fahren. So, okay, es ist nichts abgekackt. Ich habe jetzt noch Aufhalten-Tipp. Ich bin noch ein Meister. Ein Meister des PC-Aufhaltens oder so. Ja. Gut, dass ihr das anerkennt. Zurück zum Thema. BTT, Back to the Topic. Ja. Wobei, eigentlich müsste es dann BTTT heißen. Aber das The lässt man raus. Aber warum tut man dann das To rein? Dann müsste es ja nur BT. Ach, egal. Ich schweife das wieder ab. Aber das kennt man ja von dem. Was ich sagen wollte, ich war in letzter Zeit nicht oft auf YouTube unterwegs, weil ich, ja, gute Frage eigentlich. Aber irgendwie hat sich's nicht ergeben. Wenn ich was gemacht habe, dann habe ich nach Problemlösungen gesucht, weil mich einige Programme mal wieder dissen und nicht wollen, dass sie laufen, weil das wäre auch zu einfach. Ja, egal. Und deswegen bin ich dazu gekommen oder war dann sonst irgendwie im Internet unterwegs oder auf TeamSpeak oder gar nicht im Internet oder gar nicht am PC. Es gibt's auch. Tatsache. Ja. Bisschen Leben habe ich dann auch noch. Und ja. Ja, deswegen entschuldige das Psycho, wobei ich persönlich, ich habe das Video noch nicht gesehen, also mache ich jetzt das, was man eigentlich nicht tun sollte, und zwar Schlüsse zu ziehen von Dingen, von denen man keine Ahnung hat. Aber darin bin ich gut, also werde ich das jetzt mal tun. Und zwar, vom Titel her hat es genau wie so ein Video gewirkt, was ich eigentlich hasse. Es war nämlich irgendwie so, ich weiß gar nicht, was war nochmal der Titel, irgendwas wie mein letztes Commentary oder so. So, keine Ahnung. Ich persönlich mag ja nicht so Pseudo-Midlife-Videos wie, oh, ich höre jetzt auf, traurige Musik. Und dann sagen alle in den Kommentaren, nein, ist doch voll schade und so. Ich weiß nicht, ich finde, ich mache das hier immer noch zum Fun. Und habe ich auch immer gemacht. Und mich deswegen eigentlich auch nie wichtig genug befunden, als dass ich jetzt irgendwie sagen könnte, dass ich irgendwas Besonderes bewegt hätte und es schade wäre, wenn ich keine Videos mehr machen würde, weil so wichtig bin ich einfach nicht. Und deswegen hasse ich Leute, die immer so komische Trauervideos machen. Aber keine Ahnung, ich vertraue da dem Psycho, dass er es hoffentlich nicht getan hat, aber ich werde es selbst bald erfahren. Und falls er es doch getan hat, dann nehme ich es dir übel. Genau. Ja. Blick links, Blick rechts. Damit beende ich dieses Video auch und ja. Ja. Ja, genau. Ciao und tschüss, sagt der. Ja, wer denn jetzt? Der Quert. 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 Und noch ein Crazy davor, aber nein. Online bin ich nur der Quert. Ja, egal. Ciao und tschüss, sagt der Quert. Glaube ich. Ciao. Und tschüss. Doppelter Abschuss. Gegnerischen Flaggenträger ausschalten. Gegnerische Flagge am Boden. Ihre Flagge wurde gezogen. Schützen Sie die Flagge. Gegnerische Flagge am Boden. Ihre Flagge wurde gezogen. 30 Sekunden zum Sieg. Sie haben die Flagge. Schützen Sie die Flagge. Ihre Flagge wurde gestohlen. Flaggenabschuss. 10 Sekunden zum Sieg.